Ja. Welches Level hat der gelbe Magier? Level 9. Und er hat irgendwelche getriebenen Apparillos, die wir einfach abreißen können, die uns allerdings nichts bringen. Und er hat grüne Gülle. Überall. Gelagert. Okay. Du bist komisch aussehendes Undigium, aber egal. Ich wüsste halt nicht, wo wir jetzt Drachenblut hernehmen sollten, um unsere Nahkämpfer noch zu verstärken. Am besten lassen wir die noch mal fleißig trainieren. Oh, da war noch ein Raum, den wir entdeckt haben. Ja. Aber auch in dem Raum finden wir kein Drachenblut. So, sondern nur einen Goblin mal wieder, der Stunk machen will. Hm. Was wir halt probieren könnten. Ist hier reinzugraben. Someone, grab me some food and listen. Gib mal auf, Magikus, du wirst uns nicht lange aufhalten können. Es stimmt, ich, Magikus, bin ziemlich schwach. Meine Untergebenen waren es, die mich an die Macht gebracht haben. Oh nein, Magikus soll einige der mächtigsten Zauber besitzen. Uns steht ein Kampf auf Leben und Tod bevor. Nein, ihr habt euch verhört. Ich, Magikus, kann kaum gleichzeitig gehen und reden. Okay. Drachenblut. Nicht viel, aber etwas. Drachenblut. Pause. Du raus hier. So. Leitern. Der gelbe Magier ist immer noch da unten, oder? Ja. Hear me. Können wir ihn wirklich besiegen, oder dass wir die Dämonenkugel vorher voll aufgeladen haben? Ja, ich bin so schwach, dass ich besiegt werden kann. Um mich zu zerstören, müsst ihr aber die Dämonenkugel voll aufladen. Warum hilfst du uns eigentlich? Ach so, ich habe hier die Leiter verkehrt rumgebaut. Das ist der Grund. Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du vor lauter Hunger vor dem da wegrennst. Ja, das bisschen Drachenblut da ist schon mal kein schlechter Anfang. Ich nehme auch gerne den Mauerstein und das hier noch mit. I demand your attention. Könnt ihr dem Magikus nicht endlich einen ordentlichen Schlag auf den Kopf geben? What's going on? Warum geht ihr nicht hin und macht euch endlich mal nützlich? Look into my eyes when I'm ja, kommt her und selbst wie schwach Magikus wirklich ist. Also ich nehme mal an, er verhöhnt in Wirklichkeit den echten Magikus.
Oh, noch mehr Drachenblut. Sehr schön. Und nochmal Drachenblut. Und noch mehr Drachenblut. Und noch mehr Drachenblut. Drachenblutader. Drachenblutader. Ab nach oben mit dir. Und Upgrade. Und Upgrade. Und Upgrade. Ja, wenn die alle Trinksfiguren kaputt gehauen haben, speichere ich mal. Und kümmere mich dann mal um den gelben Magier. Der von sich behauptet, er sei Magikus. Ja, ich habe schon wieder zu viele Forschungspunkte. Dich auf 20 zu bringen, wird wahrscheinlich zu viel verlangt sein. Aber dafür habe ich halt Fernkämpfer, die gut Schaden austeilen können. Aber Level 17 kriege ich noch hin, wenigstens. Ja, vielleicht haut er noch das Ding kaputt. Kommt damit wenigstens auf Level 18. Na, wisst ihr was? Ich speichere jetzt und probiere es einfach mal. So, es fehlt noch einer, oder? Ja. Dumm-di-dumm-di-dumm. Di-dumm. So. Oh, er kann Flächenangriffe. Oh, 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 oh. Der hat nur noch einen Arm übrigens. Oh nein, du scheinst mich geschlagen zu haben. So ein Mist. Ohne eine aufgeladene Dämonenkugel könnt ihr mich aber nicht vernichten. Ich werde jetzt wie der Feigling Magikus nach Snowberg in meinen Turm fliehen. Listen! Nun, er hat eine meisterhafte Strategie angewendet und ist entkommen. Dieser Magikus ist wirklich gerissen. Keep the gang. Scheint mir eher ein großer Feigling zu sein. Könntet ihr Kerle dieses Ding jetzt endlich aufgeladen kriegen? Jawohl, da drüben ist ein Ladegerät. Lasst uns damit interagieren, dann sind wir endlich fertig. Und er musste natürlich unbedingt noch meinen einen Low-Level-Schildträger, meine Unsterblichen, doch noch töten. Das war's. Ist jetzt voll aufgeladen. Nein, ist sie nicht, du Schwachkopf. Ich glaube nicht. Was? Was war denn der Sinn und Zweck von all dem? Let thy words be engraved upon thy very soul.
Keine Angst, zufällig weiß ich von einem weiteren Ladegerät, dem Magikus-Turm. Hey, now. Oh, das klingt ja prima. Stellt euch nur all die knulligen Dinger vor, die wir dort finden Mugs werden. Down. Helmets off. Stellt euch das später vor. Ihr braucht einen Kristall, um dorthin zu gelangen. Findet ihn und interagiert mit ihm. Jo. Schlagt erstmal hier den Teleporter ein. Und den anderen auch gleich, danke. Ist hier noch einer? Nein. Oh, jetzt ist der auch noch verhungert. Egal, wir sind jetzt fertig. Da, der Kristall ist unser. Jetzt müssen wir noch diese verdammte Dämonenkugel vollständig aufladen, die sich noch da zum mitten vom Magikus-Turm befindet. Hey, was ist das für ein Ton? Seht doch selbst, was ihr und euer Clan geschafft habt. All die Generatoren waren es wahrscheinlich auch, die den Boden in dem Gebiet mit diesem Schleim voll gepumpt haben. Das vollständige Land dieser Geräte scheint diesen Vorgang gestoppt zu haben. Ja, wahrscheinlich Windhaft und wer weiß wen noch sonst vor diesem giftigen Glibber gerettet. Dieser Magikus, scheut er denn keine Mühen, so wunderbar böse zu sein? I'm the prince and you will hear me. Lasst uns gehen, ich halte es hier nicht länger aus. Ja, zurück zur Welt. Jo. Plus 100 Einfluss, violetter Kristall, 25 Einfluss durch Großreine machen. I have such signs to show you. Er ist entkommen, Markus ist entkommen. Das weiß doch schon jeder. Er floh in nördlicher Richtung nach Snowberg. Resistance to hear me is futile. Wahrscheinlich versteckt er sich dort in seinem furchteinflößenden epischen Turm. Ihr müsst ihn verfolgen. Pay attention. Moment mal. Das mysteriöse Verschwinden einiger Clans während des Krieges ereignete sich ebenfalls in Snowberg. Jedermann würde es begrüßen, wenn ihr diesen Ort ebenfalls überprüfen würdet. What must I do for someone to listen to me? Also ein gruseliger Turm, in dem unser Erzfeind einen Hinterhalt legt und ein finsterer Berg, aus dem mehrere Zwergenclans spurlos verschwanden? Ich liebe mein Leben. Ja, erst einmal schalten wir Wehrpflicht frei, dass der Spawnpool kostenlos verbessert werden kann sofort. Und dann sehen wir auf jeden Fall mal, dass unsere Armeen hier auf dem Vormarsch sind. König Vater immer noch hier steht und alles überwacht. Ja, wir haben West Windhaf geschafft und sind jetzt im letzten Gebiet angekommen. Wow, was für ein schöner Fortschritt, oder? Und wir haben den violetten Kristall. Die Lande von Snowberg und damit der Turm des Magikus liegen nun vor euch. West-Ost-Windhaf, Helland. Achso, ist das ein Druckfehler? Ja, das hier ist nämlich West-Hin-Windhaf. Und ja, hier steht, der westliche Teil von Winter war übrigens fast identisch zu dem Ostteil. Nun verdirbt ein Übel hier den Boden und lässt das Land selbst langsam verfallen. Einige sagen, es läge an den Knochen der Drachen, die hier während des großen Krieges fielen, die nun den Boden verfluchen. Aber nein, das war der grüne Glibber, den der gelbe Magier. Der hier übrigens auf dem Bild zwei Arme hat, dran schuld war. Ja, zwei Gefahrenbereiche dieses Mal. Der verseuchte Berg und der Turm des Magikus warten in Snowberg auf uns. Snowberg, also Snowberg, Schneeberg. Und der tote Gnome. Noch mehr von diesen Riesenviechern, von den hässlichen. Blaue Ork-Hauptmänner, noch mehr Untote. Das wartet alles noch vor uns. Oh, das ist putzig. Es guckt hier sogar ein Gnom aus dem Katakomben raus. Ja. Aber wenn wir uns das so ansehen, bis auf das letzte Gebiet haben die Zwerge alles zurückerobert. Und verteidigen es erbarmungslos. Gut, ich würde sagen, damit machen wir erstmal wieder einen Cut.
und stürzen uns dann bei der nächsten Aufnahmesession endlich ins letzte Gebiet. Also, bis dann.